Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Ivaldo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play. Heute spielen wir The Walking Dead. Ja, The Walking Dead ist aufgeteilt in 4 Staffeln und heute beginnen wir selbstverständlich mit der allerersten Staffel. Es wurde sich in den Kommentaren gewünscht, dass ich dieses Game mal zocken soll. Es hat etliche Preise wohl gewonnen, also die erste Staffel, habe ich vorhin mal gelesen. Ja, das kann dann also nicht ganz so schlecht sein. Ich weiß gar nicht, warum ich das Spiel überhaupt verpasst habe. Ich glaube, zu der Zeit war ich sehr auf Call of Duty fixiert. Ja, und dann habe ich andere Spiele natürlich liegen gelassen. Und The Walking Dead war dann immer eins davon. Ist von Telltale Games. Die machen ja immer mal wieder oder haben immer mal wieder solche, ja, wie soll ich sagen, Adventure Games gemacht, in denen man, ja, Entscheidungen treffen muss. Das ist, es kommt darauf an, wie man entscheidet in einer bestimmten Situation und so verläuft dann der Rest des Spiels. Das bedeutet, wenn ich am Anfang sage, okay, ich gehe jetzt nach links anstatt nach rechts, kann das Spiel komplett anders ausgehen. So habe ich mir das sagen lassen. Ich bin gespannt, wie es am Ende dann ausgehen wird, ob wir ein vernünftiges Spielerlebnis haben oder ob wir komplett versagen werden. Ich bin sehr gespannt. Ich würde einfach mal X drücken. Die Verbindung wird hergestellt und wieder einmal X. Okay. So, wir spielen natürlich mit... gleich kommt's. Ihr wisst, was kommt. Le Facecam. Natürlich. Wie immer. Jedes Spiel spiele ich mit Facecam. Und auch dieses hier. Hier werde ich keine Ausnahme machen. Ich würde sagen, wir starten direkt ins Spiel rein. Denn die Option habe ich mir schon angeguckt. Man kann nicht wirklich viel machen. Das einzige Lustige war, so wird gespielt. Der letzte Satz fand ich lustig. Um Aktionen oder Antworten auszuwählen, X, Kreis, Viereck, Dreieck drücken und gelegentlich einem Zombie den Kopf wegpusten. Kann auch vorkommen. Ich meine, wir sind ja bei Walking Dead. Ich glaube, bei diesem Spiel gibt es komplett andere Charaktere als in der Fernsehserie. Das glaube ich zumindest gelesen zu haben. Also wir werden hier komplett andere Personen kennenlernen im Spielgeschehen. Das heißt, wir werden nicht diese Hauptcharaktere aus der eigentlichen Serie, die ich sehr gerne gucke übrigens, wiederfinden. Aber die Geschichten sollen trotzdem 1A sein. Also mal sehen, was wir da erwarten können. Ich gehe mal direkt ins Spiel. Okay, was? Wähle einen Anzeigemodus aus. Standard. Mehr Hilfe von der Benutzeroberfläche und Feedback bei wichtigen Entscheidungen. Minimal. Deaktiviere Tipps. Hilfestellung und Wahlmitteilungen auf der Benutzeroberfläche. Ach so. Ah, ich sehe gerade, wo der Unterschied ist. Ja, ich würde das doch schon einstellen. Das würde ich doch gerne einstellen, weil ich möchte hier wenig verpassen. Ich möchte mir alles angucken, so wie ich jedes Spiel auch gerne spiele. Wir werden sehr gründlich sein. Ich werde versuchen, alles Unmögliche zu finden, damit zu interagieren und mit jedem zu reden und jedes Secret zu finden. Werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, aber man darf es ja mal versuchen. So, Episode 1, ein neuer Tag. Episode 2 kann ich auch schon spielen. Warum? Keine Ahnung. Wir fangen natürlich mit Episode 1 an. Ein neuer Tag. Ich bin sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Ich denke, wir werden die Folgen auf 30 Minuten schneiden. Ungefähr. Ich denke, 30 Minuten ist okay. Und dann aber täglich. Denke ich. Wir werden es sehen, wenn ich es hochlade. Ich kann nichts versprechen. Diese Spielreihe passt sich den von dir getroffenen Entscheidungen an. Die Handlungen richten sich nach... Ich konnte nicht mehr weiterlesen. Wahrscheinlich will mir das Spiel sagen, bau keine Scheiße, Ivaldo. Bau keine Scheiße. Okay. The Walking Dead. Voll bedrohlich im Rot. Episode 1. Ein neuer Tag. Das sind dann wohl wir. Das habe ich gelesen. Wir heißen Lee. Wird wahrscheinlich jetzt gleich auch vorgestellt, aber ich wollte es nur mal sagen. Na? Well, I reckon you didn't do it then. Hm? Du hast nur begrenzte Zeit, um eine Wahl zu treffen. Okay. Why do you say that?
You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. Schweigen ist eine legitime Option. Jedes Mal? Every time? Every time. Wir können uns hier umsehen. Wir können auch aus dem Fenster gucken. Ziele jetzt auf den Rückspiegel. Okay. Oh. Cool. I followed your case a little bit. You being a making boy and all. Alter, hat der einen Akzent drauf. You're from Macon then. Yep. Came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. I always wanted to work a murder case. Like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. Uh-huh. A real shame, that is. Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. Anschauen Rückspiegel. Oh, anschauen Radio. Any of that seem important to you? All of it. But that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my 6th year. Mm. Meet your wife in Athens? You want to know how I see it? Mm-hmm. Hab ich denn, was ist denn da draußen los? Okay. I got much choice? Sure don't. Was gucken wir denn jetzt so böse? Was ist da los? Regardless. Could be you just married the wrong woman. Wäre schon möglich. Er sagt einfach gar nichts. Okay. Was? You'll have to learn to stop worrying about things you can't control. Auf dem Heli. Nice SWAT Team. Was geht denn da ab? Da bin ich ja froh, dass wir wegfahren von der Szenerie und I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. Mm-hmm. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. All officers are available for incoming 21. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. Not telling him he's got to stop. But that's government property. And I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Vielleicht war es ja auch nicht. Also hat er es getan. Vielleicht war er unschuldig, ja. Maybe he was innocent. Innocent? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. Yeah, okay. Think he actually believed it himself. Kann auch sein, hallo? Keine Ahnung. It goes to show. People will up and go mad when they believe their life is over. Okay. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious. Was geht jetzt ab? Oder ist jemand fucking this try. Other time. Alter. Ist ein bisschen laut, ne? Ich sollte vielleicht den Sound ein bisschen runterdrehen. Alter. Was war das denn? Da lief jemand über die Straße und den haben wir voll erwischt. Volles Rohr. Okay, bevor es weitergeht, ich würde gerne doch den Sound ein bisschen runterdrehen. Aber ich habe den schon ein bisschen runtergedreht. Dachte ich. Hab ich. Ja, Musik kann so bleiben, aber Sound? So ein bisschen, vielleicht. Das war voll übertrieben laut. Huch, jetzt habe ich es doch weggemacht, ne? Ich bin der schlauste Mensch der Welt. Musik kann so bleiben. Sound wollte ich runterdrehen auf 6. Mal gucken, vielleicht ändert sich was. Es tut mir leid, das war übertriebenst laut. Okay. So, fortsetzen. Alter, was geht denn da ab? Steh auf, Mann, steh auf. Okay, das Spiel ist auf Englisch, aber es gibt deutsche Audio-Untertitel. Also Untertitel, nicht Audio-Untertitel. Anders kann man es leider nicht spielen. Aber ich finde es gar nicht so schlimm. Ich finde es nicht so schlimm, so ist es sehr authentisch.
Und ich mag diesen Comic-Stil irgendwie. Das gefällt mir voll gut. So. Thirsty. Fuck. Au. Das sieht nicht so gesund aus. Wo ist der Polizist? Oh. Damit hätte sich das schon erledigt. Verwende den rechten Stick, um dich umzuschauen und einen Weg aus dem Auto zu finden. Das werden wir machen. Das ist das Gewehr. What the hell did he have his gun out? Naja, vielleicht hat ihn was angegriffen. Hey! Hey, Officer! Are you alright? I'm still cuffed back here! Ich glaube, der hört dich nicht, mein Freund. Ich glaube, der hört dich nicht. Können wir die Tür aufmachen? Das geht nicht. Kann man hier sonst irgendwas machen? Vielleicht. Ah, auf der Seite vielleicht. Handschellen. Damn it. Okay, kriegen wir nicht ab. Wir brauchen die Schlüssel. Eintreten. Eintreten. Let's go. Und nochmal. Mit Karacho jetzt. Komm, wir müssen hier raus. Bewege dich jetzt mit Hilfe des linken Sticks in Richtung Fenster. I need to drag myself out that window. Okay. Dann machen wir das doch. Schau auf die Tür und benutze das Handsymbol, um dich selbst herauszuziehen. Das tun wir. Komm schon. Au. Haben wir gut gemacht. Okay, es hat uns richtig erwischt. Richtig krass erwischt. Und ich glaube, der Polizist, der war mal Polizist. Verwende den linken Stick, um dich am Auto entlang zu bewegen. Okay, wir können vielleicht in der Umgebung irgendwas uns anschauen. Man muss sich immer mal wieder so ein bisschen rumschauen und gucken. Ich hoffe, ich verpasse nichts Wichtiges. Ich hoffe sehr. So, er hat wahrscheinlich die Schlüssel, oder? Okay. Gewehrpatrone. Gewehr, ich nehme das Gewehr mit. Wobei, wie soll ich das denn bitte benutzen? Ah, wobei es geht. Looks empty. Natürlich. Die Patrone liegt daneben. Carry with these cuffs off. Okay. Aber die Patrone können wir mitnehmen, oder? Komm schon. Kommst du dran? Na, geht doch. Okay, immerhin. Immerhin etwas. So. Wir haben jetzt die Gewehrpatrone im Inventar. Sehe ich hier links. Ich muss erstmal meine Handschellen loswerden. So, mein Freund, wie sieht's aus? Officer? Ich glaube, dem geht's nicht gut. Officer? Geht's Ihnen gut? Sie sehen nicht so gesund aus, muss ich sagen. Da sind die Schlüssel. Her damit. So, einmal aufschließen, bitte. Willst du mich verarschen? Spiel, mach das nicht mit mir. Ich bitte dich. So, okay. Und, ja, bitte. Okay, alles muss man selber machen, wie es aussieht. Ab damit. Schlüssel brauchen wir auch nicht mehr. Officer? Oh mein Gott! Weg! Weg! Verwende den linken Stick, um abzuhauen. What in the hell? Ja, keine Ahnung, Mann. Wo ist das Gewehr? Hol dir das Gewehr! Get away from me! Gewehr. Patrone, rein! Mann, du Idiot! The hell are you? Komm. Es musste sein, Lee. Es musste sein. Es gab keine andere Möglichkeit, sonst wärst du tot. Vom Regen in die Traufe, ich sag's ja. Es ist, wahrscheinlich wär's im Polizeiauto sicherer gewesen, oder? His skin's all rotten and he smells like shit. What the hell is this? He smells like shit, Alter. Ja, so wirklich gesund sieht er nicht mehr aus, ne? Geheimnisvolle Figur, wer ist das denn? Help! Go get someone! There's been a shooting! Ja, hallo? Huh? Was ist denn?
Da kommen sie, da kommen sie. Schnell weg hier, schnell weg hier, schnell, schnell, schnell. Lauf, 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 lauf. Okay, so wirklich schlau stellen wir uns nicht wirklich an, oder? Wir sind nicht der Allerschlauste. Mann. Der Wald ist voll. Der Wald ist voller Zombies. Oh mein Gott, lauf, 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 lauf. Es ist immer noch super laut, oder? Ich glaube, es ist immer noch super laut. Ich werde gleich mal die, den Sound ein bisschen runterstellen. Ihr kommt da aber nicht durch, oder? Freunde? War das ein Schuss? Ja, und schon sind die abgelenkt. Das ist okay. Das kann genauso laufen von mir aus. Alter. So. Und nu? Hello? Anybody? Anybody, ja. Ich glaube, der gute Lee, der weiß noch gar nicht, was hier abgeht. Das wissen die wenigsten, glaube ich. Ich muss gerade mal, es tut mir leid, dass ich das schon wieder machen muss, aber irgendwie ist der Sound mega laut. Ich werde auch die Musik ein bisschen runterdrehen. Das werde ich ein bisschen, ich mache alles auf 5. Habe ich das schon wieder abgebrochen? Schlauster Spieler ever. So. Fortsetzen bitte. Ja, 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 ja. Okay. Was haben wir denn da hinten? Untersuchen. Teeservice. Mhm. Da humpelt er hin. I'd fill one of those teacups with some bourbon if I could. Sehr gerne. Wobei, ich würde nicht zu Bourbon tendieren, sondern eher zu Wodka, wenn das okay ist, mein Freund. Wodka wäre mir sehr viel angenehmer. Schmeckt mir mehr. Help! Hilf! Help! Okay. Ah, Baumhaus. Wir können mit dem Baumhaus reden. No ladder. I'm not getting up there anyway. This leg way it is. Okay, wir reden mal mit dem Baumhaus. Hallo, Herr Baumhaus. Wie geht's Ihnen? Anybody up there? Hallo? Hello? Anybody Somebody. In there? Yell if you can hear me. Wohl nicht. Da ist keiner drin oder derjenige antwortet nicht. So, wir humpeln. Oh mein Gott, unser Bein sieht überhaupt nicht gut aus. Was haben wir hier? Ein Zaun. Wir schauen uns natürlich alles an. Natürlich nicht, das habe ich auch niemals gesagt, mein Freund. Also du sollst auf gar keinen Fall nochmal drüber klettern. Ich glaube, sonst sind wir direkt Hackfleisch. Untersuchen Wald. I don't even like the woods. Is there anybody here? Offensichtlich nicht. Ein Baumhaus könnten wir wieder reden, aber ich glaube, da sagt er immer dasselbe, oder? So, was haben wir hier Schönes? Ahornblatt. Tor? Maybe I should just check inside the house through the glass door before wandering out into the neighborhood. Das ist nochmal ein Wort. Das hatte ich auch vor. Aber wir wollen uns natürlich auch umsehen, mein Freund. Wir wollen doch alles mitbekommen hier, oder? So, was haben wir hier Schönes? Hier können wir nicht lang gehen. Hier gibt es einen Altverwandt. Alles klar. Glastür. Ich muss erstmal mit den Spielmechaniken klarkommen. Hier kommen wir also nicht durch. Das heißt, wenn hier eine Mauer ist, sehen wir das nicht. Nicht immer. Er geht einfach nicht weiter. Okay. Ist nicht weiter schlimm. So wird das Spiel eingegrenzt. Ich gehe auch nicht davon aus, dass das hier ein Open-World-Game wird. Aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. Anybody home? I need a little help. Mach doch einfach auf. Ach so. Ach, jetzt können wir aufmachen. Geht es denn auf? Coming in. Don't shoot, okay? Na los. Schauen wir uns da drin mal ein bisschen um. Da ist bestimmt irgendjemand drin, oder? Irgendjemand wird da drin sein. Wahrscheinlich ein Zombie. Hallo?
Hello? I'm not an intruder. Or one of them. Schön, dass er das noch da dran gehangen hat. These people might need more help than I do. Das kann schon sein, mein Guter, ja. Was haben wir denn da? Anschauen, Malbuch. Mhm, schön. Da hat jemand das Gras nicht zu Ende gemalt. Fruchtschale anschauen. Okay. It's fake, damn. Oh, ich wollte schon sagen, das sieht aber lecker aus. Was war das? War das ein Telefon? Ah, hier. Anrufbeantworter. Oh, da gehen wir gleich mal hin. Blutlache. Das ist kein gutes Zeichen. Oh, Jesus. Jo. Wollen wir da wirklich durchgehen? Alter. Was? Wie kannst du denn da drauf ausrutschen, Mann? Jetzt sind wir voller Blut. Das ist nicht schön. Da ist eine Notiz. Alter, du bist echt über diesen... Wie kann... Ja, egal. Er stellt sich halt auch nicht wirklich schlau an, ne? There are three new messages. Okay, wir hören uns das ja gleich an, Mann. Notiz erstmal. Was steht da drauf? Marsh House. That's a Savannah area code. But that's the type of note you'd leave a babysitter. Okay. Gut, Schublade. Ein Walkie-Talkie. Okay. Kann man das nicht nutzen? Kann man, glaube ich, nicht nutzen, ne? Von sich aus. Schublade, da war nichts mehr drin. Was haben wir hier drin? Alter, ich würde alles mitnehmen, egal was es ist. Ich würde alles looten hier. Gabeln, alles, alles, was eine mögliche Waffe sein könnte, würde ich mitnehmen. Alter, dieser Anrufbeantworter, ne? So, was ist das? Auch nichts Wichtiges. Becher Wasser. Ja gut. Ist wahrscheinlich nicht vergiftet, oder? Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Anrufbeantworter ist ja gut. Auch da oben. Alter, hier oben kann man auch alles aufmachen. Ich mache alles auf. Ich will alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. Hier gibt's Küchentücher. Könnten wir für das Blut gebrauchen, in das du gerade gefallen bist, Mann. So. Was ist das? Cookies? Noch mehr Cookies. So, aufmachen. Was ist das denn? Man kann hier nichts mitnehmen, ne? Ich lasse die Schränke aber auch offen. Ist doch egal. Wir sind ja voll am Plündern eigentlich. Eigentlich nicht das, was ich will, aber... Hey, hier geht's um Leben und Tod. Alter Anrufbeantworter. Was ist denn los mit dir? Ich komme doch sofort zu dir. Ich gucke nochmal gerade, was es auf der Seite hier gibt. Hier gibt es gar nichts mehr. Dann gehen wir doch mal jetzt zum Anrufbeantworter, der so penetrant am Piepen ist. So, bitte sehr. Three new messages. Mhm. Message 1, left at 5:43 p.m. Hey Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Okay. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Clementine. Message 2. Left at 11:19 p.m. Mm-hmm. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Okay. Message 3. Left at 6:51 a.m. Wow. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. Boah, ich hab übelst Gänsehaut gerade, Mann. Was ist denn da los? Okay. Clementine. Daddy? Huh? Oh, das Walkie-Talkie. Hello? Na? You need to be quiet. Okay. Sorry.
Was kann ich machen? Achso. Bist du okay? Are you okay? I'm okay. They tried to get me. But I'm hiding until my parents come home. Oh, ich weiß gar nicht, ob die zurückkommen werden. Der Vater ist doch ins Krankenhaus gekommen, oder? Wie alt bist du? Wie heißt du? Wo sind deine Eltern? Wie heißt du? What's your name? I'm Clementine. Das ist sie. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. Mhm. Ja. How old are you? 8. And you're all alone? Yes. I don't know where anybody is. How old are you? I'm 37. Okay. Fast so alt wie ich. Ich bin 36. Ich bin jünger. Wo sind deine Eltern? Where are your parents? Ich frag mal. They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Okay. Bist du denn in Sicherheit? Wo bist du? Are you safe? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Hi. Süß. Clementine. Okay, ja, die ist schlau. Hat sich im Baumhaus versteckt. Was denn? Oh mein Gott! Komm her! Oh mein Gott. Ich wusste, jetzt fällt der schon wieder über das Blut, dann willst du mich doch verarschen. Was ist das? Was kann ich machen? Hau ab von mir, hau ab. Der hat einen Hammer, nimm den Hammer. Nimm den Hammer. Okay. Hammer. Ja, Hammer. Gib her, danke. Und ab dafür. Oh mein Gott. Okay. Abenteuer beim Babysitting. Was? Zum Banker. Hi there. Ja, das hätte sie vielleicht nicht sehen sollen. Did you kill it? Ja. Es war etwas anderes. Wir sagen einfach mal ja. Yes. Wir sind ehrlich zu ihr. It's okay. I think she was a monster. Absolut. Yeah, I think so too. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Das glaube ich auch. I don't know what happened, but I'll look after you until then. Das ist ja nett. What should we do now? Hau ab hier, wenn die Sonne untergeht. Suche Hilfe, bevor es dunkel wird. Hau ab hier, wenn die Sonne untergeht. Wir sollten nicht bei Nacht abhauen, oder? Wir sollten Hilfe suchen, bevor es dunkel wird. We need to find help before it gets dark. Yeah, it's not safe at night. Das habe ich aus der Serie behalten. Let's go. Stay close to me. Okay. Aber kann ich mich nicht noch umsehen? Nein? Okay. Dann nicht. So, wir gehen jetzt mit der kleinen Clementine. Die läuft schon mal voraus. Alles klar, ich dachte, die geht jetzt Hand in Hand, aber sie kennt uns natürlich nicht. Sie hat keinen Grund, uns zu vertrauen. Aber, okay. Ich dachte, wir gehen jetzt gemächlich. Wir sind immer noch verletzt. Ich weiß immer noch nicht, wie wir hier... Kann man hier links nach lang gehen? Nein, kann man nicht. Die Mülltonne kann man sich auch nicht angucken. Mit ihr reden kann ich auch nicht. Was ist denn da los? Oh, man. Oh, man. I'm never getting home to Mama at this rate. This sucks. Wer seid ihr denn? It's hot this night. Okay. Was seid ihr für Gestalten? Wir öffnen erstmal das Tor. Ich hoffe, die sind freundlich. Should I stay? What? Was?
I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? Das werden sie nicht. Gehen wir. Ich weiß nicht. Wir werden nicht. Ich werde dich nicht allein lassen. Nein, nein, nein. Let's go somewhere safe. That's close. Absolut. Okay? Absolut. That's a good idea. Let's go.